Hallo und herzlich willkommen zu Raya Works hier auf Mallorca im schönen Südosten der Insel in Santani. Herzlich willkommen zu unserem wunderschönen Bereich hier unter dem Sonnenschirm, original vom Strand. Und der Rainer hat sich da mal mit zwei Menschen unterhalten, die von ihrer Firma die Möglichkeit haben, sich in einer Finca einzumieten hier in Santani und bei uns im Raya Works zum Arbeiten zu kommen. Moin, moin, Moin. moin. Ja, Rainer, mein Name von Raya Works, kennt mich vielleicht. Und ich habe hier den Yannick und den Thorsten, beide von der CodeCentric AG aus Solingen eigentlich die AG, aber ihr seid vom Standort Münster. Die beiden sind so nett und haben sich bereit erklärt, so ein paar Fragen zu beantworten, die ich so habe. Nämlich, warum seid ihr überhaupt hier? Also klar, ich weiß, warum ihr hier seid. Die Firma CodeCentric bietet euch die Möglichkeit, auf Mallorca zu wohnen und bei uns zu arbeiten. Aber Frage ist, wie funktioniert das eigentlich so im Detail? Könnt ihr das ein bisschen, ja, erklären? Ja, also für uns gestaltet sich das so, dass wir, oder die Firma bietet uns an, dass wir eine Plus-1-Zeit haben, also eine 20%-Zeit. Wir können 20% unserer Arbeitszeit dazu nutzen, uns ja, fortzubilden und uns mit Themen zu beschäftigen, ja, die uns interessieren. Und wir sind dabei freigestellt, wo wir uns befinden. Also wir machen das sowohl bei uns in Münster im Büro als auch jetzt hier auf Mallorca. Und ja, wir nutzen diese Finca als ja, Teambuilding-Maßnahme. Ja, wir haben noch ein relativ kleines Team, können dort alle untergebracht werden. Das ist der gesamte Standort Münster ist jetzt hier. Richtig, genau, der gesamte Standort Münster. Genau. Das ist doch auch mal, ist doch auch mal ein Wort. Da Janik und ich heute schon fertig sind mit unserer Arbeit, kommen wir uns jetzt natürlich auf die Couch setzen. Und das ist unsere 20% vielleicht auch. Ja, das wäre auch so eine Frage. Arbeiten, wo es schön ist. Viele Leute denken, Mallorca, das ist eigentlich nur so Relax, Party und Arbeiten. Wie kommt ihr auf die Idee, auf Mallorca zu arbeiten? Aber habt ihr denn das, was ihr die Woche machen wolltet, hingekriegt? Was ihr Ja, euch vorgenommen habt? also meiner Sicht schon. Also die Bedingungen hier zum Arbeiten sind ja auch ziemlich gut. Also wir haben hier tatsächlich schnelleres Internet an der Glasfaser, als wir Münster im Büro haben. Deswegen ist es eher so, dass sogar noch ein bisschen einfacher ist, so von der Geschwindigkeit her. Also ich habe jetzt den Vorteil, auch im Projekt zu arbeiten, wo ich sowieso die Hälfte der Woche von Remote aus arbeite, und dann macht das eigentlich für mich keinen großen Unterschied, wo ich dann arbeite. Und ja, Mallorca, wie gesagt, hier auf Mallorca in Santani ist das ja auch, ich meine, von diesem typischen Trubel Mallorca, was man sich immer so vorstellt, was du sagst, eine Party und so weiter. Das ist ja hier nochmal ein bisschen was anderes irgendwie und einfach eine schöne Atmosphäre. Ich habe auch verstanden, dass ihr so die Party-Ecke eigentlich auch gar nicht vermisst und dass ihr eigentlich gar keine Party machen wollt, sondern eher Natur genießen, hier an den Strand gehen. Wasser ist jetzt vielleicht im Februar ein bisschen kalt. Ich habe es ausprobiert, aber es ist nicht zu empfehlen. Ja. Ja, der Pool an der Finca ist auch nicht geheizt. Also Baden fiel zwar aus, aber trotzdem ist es einfach, ja, spazieren gehen, Natur genießen. Im Mittag und abends ein typisch mallorquinisches Essen, das ist schon ganz cool, ja. Also kein Burger, schnell Nein. irgendwo, sondern Wir haben uns da auf okay. Tapas spezialisiert. Ja. Ob essen oder selber machend, das läuft ganz gut eigentlich. Ja. Also arbeiten, wo es schön ist, generell von euch einen Daumen hoch, also empfehlenswert. Definitiv. Ja. Ja. Ich habe zwar weder Hund noch Kinder, deswegen kann ich das so nicht beurteilen, aber es ist schon ein bisschen so, dass man sich so auf das Wesentliche konzentrieren kann und nach der Arbeit dann auch wirklich jetzt so Feierabend hat, noch mit den anderen irgendwie. Ein bisschen behalten, ein bisschen was trinken, ein bisschen schnacken. Also der Arbeitstag kann hier genauso 8 Stunden sein, nur dass man abends immer noch mit seinen Kollegen zusammen ist und in unseren Fällen dann vielleicht auch nochmal die Zeit nutzt, um neben den PlayStation-Spielen auch nochmal irgendwie an seinen eigenen privaten Projekten zu arbeiten. Was man ja typischerweise irgendwie zu Hause eigentlich so nicht macht. Da hat man wirklich häufig einfach Feierabend und widmet dann sich dann, wie du schon sagst, diese lästigen Dinge wie Wäsche waschen. Es fällt halt hier einfach mal weg und man hat halt komplette Freizeit, um sich irgendwie auf die Dinge zu konzentrieren, ja, die man wirklich gerne macht. Ja, und ich finde es auch schön, dass die CodeCentric das macht, weil ihr seid ja im Standort hier jetzt nicht die Einzigen, gibt es ja noch mehrere Standorte. Und wie funktioniert denn das generell? Also funktioniert das gut mit der Abstimmung, dass man sich hier nicht um die Finca kloppt? Ja, es gibt im Prinzip gibt's, so eine Liste, so einen Kalender bei uns im Confluence, sag ich mal, wo man sich eintragen kann, wenn man mit dem Standort irgendwie hinfahren will. Es gibt auch die Möglichkeit, die Finca dann privat zu nutzen, also so man mit 6 Wochen Vorlaufzeit. Also,
Größtenteils sich schon so für Business, ja, für Business-Sachen ja, schon gedacht haben. Ja, und im Arbeitsumfeld, ja, sagen wir mal, Softwareentwicklung mit Remote, wenn du sagst, du arbeitest eh viel remote, sprich, du musst auch in Deutschland nicht vor Ort im Büro dann ja, Code schrubben oder was immer das dann da ist und die Tests und das alles machen, sondern kannst es eh von unterwegs machen. Das kommt ja auch immer mehr und da ist es dann auch wirklich egal. Internet, Lichtgeschwindigkeit, theoretisch, der Elektron, dann kann ich auch am anderen Ende der Welt sitzen oder eben auf Mallorca, sind eben 2 Stunden erreichbar, mal schnell einen Flieger genommen. 200 oder 2000 Kilometer ist dann auch egal, wenn man eh remote arbeitet. Ja, dann bleibt eigentlich nur noch die Frage, euer persönliches Highlight so auf Mallorca, von der Woche oder generell? Von der Woche jetzt, wir waren, also jetzt so privat wie gesagt, gestern Abend waren wir mit ein paar Kollegen nochmal zu fotografieren. Unten am südlichsten Zipfel von Mallorca gewesen. Das fand ich jetzt irgendwie gestern nochmal ganz schön. Das ist auch so eine Sache, dann schleunigt irgendwie auch nochmal so ein bisschen. Also den ganzen Tag am Bildschirm sitzen und dann abends nochmal irgendwie rausgeht. Ansonsten am ersten Abend, dass wir mit den Kollegen zusammen gekocht haben, Tapas gemacht haben. Das war halt auch nochmal irgendwie eine ganz, ganz tolle Sache irgendwie. Ja, und dann ist es natürlich immer schön, im Büro zu arbeiten, aber Büros sind halt, ob die nur in Deutschland sind oder jetzt wie hier auf Spanien, immer sehr ähnlich und du hast halt im Büro ein produktives Klima, aber wenn man das halt eben hier verlässt, dann hat man gleich so ein spanisches Flair, was irgendwie so dem ganzen Arbeitsalltag noch eine deutliche Abwechslung beibringt. Ja? Und das ist halt schon irgendwie entspannter, wenn man einfach am Mittag mal rausgehen kann, in eine Stadt läuft, die man so irgendwie nicht kennt, aber und Essen isst, was man vielleicht auch nicht jeden Tag bekommt, bringt das dem Arbeitsalltag doch noch einen kleinen Pep, sag ich. War eine schöne Formulierung, das spanische Flair im Sinne von entschleunigt. Ja, war doch gar nicht so schlimm, das war es nämlich auch schon. Dann, nochmal vielen Dank und... Ja, danke dir.